Okay, wir können uns einen Shortcut öffnen. Das ist schon mal gut. Da unten ist eine Tür, die anders aussieht als die anderen Kerker. Schlüssel des Ausbrechers. Für da unten vielleicht. Aber wir hatten doch hier drüben, glaube ich, auch noch irgendwo eine Tür gehabt, die wir nicht geöffnet hatten, oder? Also ich glaube, da ist irgendwo ein Gegner verbuggt, Leute. Oh, hier war ich jetzt gerade noch nicht. Habe ich natürlich schon gerochen. Die alte Spinatwachtel. Okay, wo war jetzt noch mal der Spot, wo ich diesen Schlüssel für brauchte? Der unten gewesen? Da hinten, ja. Okay, also ich muss runtergehen. Vor allem, was ich auch muss, ich muss gleich mal Pipi machen, Leute. Einmal Pipi auf Toilette. Immer noch verschlossen. Dann ist das definitiv nicht für hier, sondern für die andere Seite mit der anderen Tür. Könnte ich mir vorstellen. Weil die sieht halt so special aus. Und Rio Drache, Dankeschön für die Community-Punkte, ihr Lieben. Merci, merci. Ist ganz lieb von euch. Dankeschön für die Unterstützung. Merci beaucoup. Und ich hoffe, euch geht's gut. Ich wünsche euch natürlich allen einen angenehmen Freitag. Wir werden übrigens, also Dienstag müssen wir ja zum Tierarzt mit Bruno. Aber wir werden wahrscheinlich in der kommenden Zeit dann uns endlich einen Weihnachtsbaum holen, Leute. Freue ich mich schon drauf. Was ist das für ein Nebel? Oh fuck, was ist das da für ein Vieh? Das ist das gleiche wie von vorhin. Oh, aber der ist jetzt aktiv. Auch so eine Lampe. Oder hat er eine Lampe?
ja ein Halsband. Der Arme. Dann halt doch mal still. Ich will dich doch befreien von deinem Leid. Ich will dich doch nur befreien von deinem Leid, mein Freund. Ein simpler Edelstein. Nun gut. Ey, das sieht aus, als ob hier überall Köpfe liegen, aber das sind einfach nur die Gewänder. Schon ein bisschen creepy, muss ich sagen. Nicht von dieser Seite öffnen. Dann ist das auch nicht hierfür vorgesehen. Ich check gar nichts mehr. Schade. Set und Funkeltitanit sein können. Wer schreit hier die ganze Zeit so rum? Alter, wo schießt sich manchmal hin? Wo ich ihn befreit habe. Gollum! Aber wenn ihr schreibt, dann soll sich hier genau umgucken und man da nicht reinkommt, dann gibt es doch bestimmt oben eine geheime Wand oder sowas. Das ist ja auch noch ein Item. Soll ich mich oben noch mal genauer umgucken oder meint ihr, man kommt da noch mal früher oder später hin? Ja, wir haben jetzt zwei Bereiche, die wir nicht öffnen konnten. Von da hinten komme ich ja eigentlich, ne? Hey, guck mal, da ist doch ein Schlitz. Da ist ein Schlitz. Eigentlich kommt man da durch. Scam. Ob ich mich hier durchpacken kann?
Hallöchen, Otori Takeo. Hallo, hallo, hallo. Wie geht's, wie steht's? Okay, ich habe keine Ahnung, Leute, ob wir da später dann noch hinkommen oder nicht. Aber wenn ihr sagt, hier genau umschauen, könnte das ja überall sein. Überall und nirgendwo. Oder ich bin schon wieder vorbeigerannt und werde wieder bezichtigt, dass ich trolle. Und dass ich mich ja nur dumm anstelle. Was nicht stimmt. Ich hatte den Brunnen nicht gesehen. Ich hatte den wirklich woanders im Blick. Oder vermutet. Zwiebelmann. Dafür war jetzt der Schlüssel? So nämlich. Wow, ich hab durchschießen können. Wo schießt der denn hin? Der hat ja gar keine Ahnung, wo ich stehe. Bin ich manchmal echt ein bisschen stänger, glaube ich. Denn jetzt noch? Du hast ja gar nicht gecheckt, dass hier drei sind. Okay, Freunde des guten Geschmacks. Aber eine Frage, Leute. Will ich am Zwiebelmann schon vorbei? Was geht an all die, die das schon wissen, gespielt haben, kennen? Soll ich nochmal zurückgehen? Soll ich noch irgendwo nochmal gucken? Oder kommt er erst? Das wüsste ich sehr gerne. Nee, ist noch entfernt. Okay, das ist ein gutes. Die hat sich ja sowas von umgedreht. Ich bin eigentlich vorbei gewesen. Das war Leitung, Leute. Digga, ich hatte nicht mal eine Chance. Ich war doch am Aufstehen. Boah, ich hasse das ja so. Ich hasse das ja so. Uiuiuiuiui. Ich hasse das ja so. Okay, jetzt muss ich kurz überlegen. Ob wir irgendwo durchrennen können, damit wir theoretisch schnell zu dem Spot kommen.
dass wir den Shortcut hatten. Ja, Chuck Norris wins. Ey, der macht aber auch immer einen Karate-Kick, wirklich. Das ist richtig frech. Wo war jetzt nochmal die... Da hinten irgendwo, glaube ich, ne? Schuppe. Die sehen ein bisschen aus wie Drachen, die keine geworden sind, oder? Oder findet ihr nicht auch, dass sie so ein bisschen aussehen wie Drachen? Die aber nicht richtig zu Drachen geworden sind? Oder ein hässlicher Gollum. Ein sehr hässlicher Gollum. War doch irgendwo noch dieser andere Typ. Wo ist denn der? Der sitzt hier vorne. Na gut, das mit der Truhe. Das hört sich auch schon wieder nicht so gut an, Leute. Alter, war das schon wieder knapp. Vielleicht auch gar nicht schlecht, dass sie sich jetzt einfach nochmal hinsetzt oder so. Lol, direkt da vorne. Als ob ich es nicht gesehen hätte. Vielleicht muss man die Truhen echt immer so ausspielen einfach. Eher aus der... Alter. Vielleicht kommt die bitte hinterher. Gehen Sie bitte weg! Gehen Sie bitte weg! Hier gibt's nix. Oh fuck, sie kommt nochmal wieder. Habe ich auch noch nicht gesehen, dass die sich wieder hinsetzt. Ja, na, wenn man außer bestimmten Reichweite ist von dem Gegner, dann gehen die ja sozusagen immer an ihren Spot zurück. Und die Truhen, die setzen sich dann echt wieder hin. Also eigentlich, wenn du theoretisch Probleme hast, Truhen zu besiegen, weil die noch zu stark für dich sind. Lol. Jetzt sitzt sie einfach hier vorne. Dann muss man eigentlich nur warten, bis die sich wieder hindert. Wenn mein Charakter nicht treten würde, ich weiß nicht, was heute los ist mit mir. Heute ist wieder Sonntag. Symbol der Habgier haben wir gekriegt. Und eine Esso-Scherbe. Was ist denn das Symbol der Habgier? Das
Symbol der Habgier. Ist das eine Waffe? Es ist eine... Es ist ein Kopf? Nee. Nein. Die Zunge schlabbert sogar rum. Okay, das ist ja mega witzig. Das ist ein bisschen wie Kürbisköpfchen. Das gibt mir gerade... schau mal auf deinen Lebensbalken. Habe ich dadurch ein bisschen Leben gekriegt? Das ist ja cool. Gucken, was dazu steht, zu der Truhe. Kopf eines habgierigen Monsters, welches Schatzkisten nachahmt, kann getragen werden, wenn das gewünscht wird. Verbessert die Seelenaufnahme von gefallenen Gegnern sowie das Finderglück. Der Fluch des Gezeichneten verbraucht aber auch TP. Ach nee, ich habe dadurch TP verloren. Die Form der Kreatur selbst wird für eine Art Kennzeichnung gehalten, vermutlich als Strafe für eine Sünde. Okay, Leute, das ist das beste Zeichen. Ich gehe, glaube ich, kurz mal pullern. Holt euch gerne was zu essen, was zu trinken, was zu snacken. Ich bin gleich wieder für euch da. Das sieht so verschärft geil aus. Ich sollte das ablegen. Ich habe ganz viel Leben verloren gerade. Warum? Weil ich gesehen wurde? Weil ich habgierig bin? Ach du Scheiße. Ich glaube, die sollten wir nicht allzu lange tragen. Gerade noch bemerkt. Ja, ich dachte, ich hätte nur kurz ein bisschen Zeugs eingebüßt, aber... Ja gut, dann wäre ich jetzt gestorben. Das wäre bitter gewesen. Bis gleich. So, I'm back. Hat ein bisschen länger gedauert. Und ihr hört es wahrscheinlich im Hintergrund rocheln. Der Bruno ist jetzt am Start und er röchelt, was das Zeug hält. Und Hallöchen, I'm Skidless. Darf man auch Kenntnisse teilen, beziehungsweise Backtracking oder in den Chat? Ja, also im Allgemeinen, ich spiele das halt blind. Also ich bin ja das erste Mal in Dark Souls unterwegs, Dark Souls 3. Und wir haben das jetzt halt so gehandhabt, dass ich schon in dem Gebiet einzelne Abschnitte erkunde und ihr dann im Nachhinein ruhig nochmal sagen könnt, ey, schau mal da nochmal hin oder probier mal das nochmal. Was ich halt gar nicht mag, ist, wenn man halt geschichtlich spoilert, also wenn man irgendwie sagt, ja, wenn du in den Bereich jetzt gehst, dann kommt der und der Boss und dann kannst du das so und so machen und kämpfst am effektivsten mit der und der Waffe. Also das will ich nicht gerne, aber wenn ihr jetzt irgendwas seht, was ich vergessen oder übersehen habe, zum Beispiel wie vorhin, wo wir halt gerätselt haben, okay, wie kann man das Katapult denn deaktivieren? Und dann meinte ich, sag mal, ist das vielleicht da, muss ich da lang, wo diese Ratte ist? Und dann sagt ihr, ja, das ist dann halt kein Backseat-Game und das ist okay. War jetzt wegen der Kiste, ob man zum Beispiel sagen darf, dass die über Sekunden Schaden macht und man die nur für Seelenfarben nutzt. Über die Sekunde schaden. Ach, du meinst jetzt den Helm oder was? Ja, du setzt die wahrscheinlich dann einfach nur kurz auf und farmst dann halt Seelen. Anstatt, dass man da die dauerhaft mit rumläuft. Also ich glaube, dass dieser Helm ist halt nicht zum... Ja, es ist nicht für Fashion Souls sozusagen. Sondern... Ach du Scheiße, wer kommt denn da alles angelaufen? Sondern es ist halt allgemein wirklich nur dafür da, um halt zu farmen, dann denke ich mal, ne? Weil du ja halt auch mehr Finderglück dadurch hast und so. Aber ja, dazu dürft ihr natürlich gerne immer was sagen. Auch, ne, wenn ihr irgendwelche Ringe oder so seht. Oder sagt, dass da vielleicht das eine oder andere besser ist zu nutzen. Dürft ihr das natürlich gerne. Was ich bei mir auf YouTube irgendwie nicht verstehe. Ach, das ist so einer mit der Lampe, wa? Oder? Nee. Ich lade ja auf YouTube auch Folgen hoch von einzelnen Let's Plays. Und ich habe jetzt noch nicht so richtig verstanden, warum es Leute gibt, die mir dann irgendwie Tipps im Nachhinein noch geben wollen, weil ich habe das ja schon durchgespielt. Das verstehe ich halt irgendwie nicht so. Ich meine, das ist ganz nett.
vielleicht sollte ich mir auch überlegen, dass ich meine Let's Plays dann vielleicht ein bisschen anders strukturiere und mehr darauf aufbaue, dass ich mit der Community quatsche. Aber dadurch, dass das bei mir halt Stream-Aufzeichnungen sind, ist das halt schon manchmal ein bisschen länger her. Da klappt das denn nicht, wenn jemand schreibt, oh, geh mal da nochmal hin, weil da ist nochmal ein Item, wenn ich dann schon durch bin mit dem Spiel. Das ist die YouTube-Kultur. Nee, na, vielleicht mache ich ja auch einfach was falsch. Aber ich meine, beim Gronkh ist das ja zum Beispiel nicht anders. Der lädt ja auch Let's Plays hoch und nimmt dann halt mehrere Sessions auf von mehreren Stunden, um dann halt verschiedene Folgen rauszumachen. Und normalerweise guckt man sich das doch eigentlich nur an und gibt dann halt nicht noch Tipps, oder? Vor allen Dingen ist halt auch so die Sache, ich spiele ja meistens gerne dann mit einer Waffe durch. Ne? Zum Beispiel bei Lords of the Fallen haben wir halt mit der einen Waffe gespielt. Oder bei Lies of P habe ich ja auch mit einer Waffe gespielt. Und da will ich eigentlich ungern dann halt andere Waffen ausprobieren. Vor allen Dingen halt auch so Waffen, die einfach bei TikTok und sonstiges so Meta sind. Ich will ja das schon gerne so ein bisschen für mich halt das auch ausprobieren. Darum haben wir ja hier zum Beispiel jetzt auch mit dem Eisschwert gespielt. Wir haben nämlich für all die Leute, die hier neu reingekommen sind, so eine kleine Bettler-Challenge am Start mit einigen anderen Streamern. In erster Linie waren das Scotty und auch Schaukler, die unten bei mir verlinkt sind. Aber auch Gnafi und Piladrion, die haben sich dem so ein bisschen angeschlossen. Und jetzt haben wir da so eine Challenge draus gemacht. Gar nicht unbedingt so aus dem Aspekt so, oh, wer ist schneller, wer ist am coolsten, wer levelt am wenigsten, sondern eher so vom, ja, vom Bettler zum Millionär in der Art und Weise, wisst ihr? Das haben wir uns so ein bisschen überlegt gehabt, um einfach mal zu sehen, okay, wie hat sich denn wer jetzt weiterentwickelt und wohin ist die ganze Reise gegangen? Schon wieder 5-4. Okay, also ich habe gesagt, Zwiebelmännchen kommt erst noch. Dann werde ich mal die Augen noch offen behalten. Und Leute, Dankeschön übrigens für eure Follows. Vielen lieben Dank. Also es wird bei mir in nächster Zeit noch mehr von diesen Souls-Teilen geben. Ich habe nach Elden Ring echt sehr viel Lust gehabt, weitere Souls-Teile zu spielen und bin dann irgendwann auf Lies of P und Lords of the Fallen gegangen und seitdem bin ich halt all into. Und wir werden jetzt so für die nächste Zeit hier erstmal einige Souls-Teile noch spielen. Gerade auch im Hinblick hoffentlich auf das DLC von Elden Ring. Dass da vielleicht früher oder später auch noch was kommt, aber bisher sehe ich da eher schwarz, muss ich ehrlich sagen. Ja, Piladrion ist definitiv am weitesten, ja. Ich bin ein Boss hinter ihm. Wann hast du denn das letzte Mal mit dem Zwiebelritter, wann hast du den gesehen? Im Brunnen. Im Brunnen, als er nackig war. Als Patches uns verarscht hat. Da habe ich ihn das letzte Mal gesehen. Kann auch sein, dass wir vielleicht dann irgendwo an ihm vorbeigelaufen sind. Aber ihr meintet halt hier, yo, wachsam sein, weil es vielleicht sein kann, dass er denn hier irgendwo vielleicht in einem Kerker sitzt. Halt. Hoffen wir mal 2024 mit dem DLC. Na, eigentlich soll es ja im Februar kommen. Aber, ja, wer weiß, ob das so stimmt. Es kommen aber auch noch andere schöne Souls-Teile, wie zum Beispiel dieses mit dem Affen und so. Dessen Namen mir jetzt nicht mehr einfällt. Vielleicht vor den folgenden Disclaimer machen. Ja, aber ich mache ja nicht immer bei YouTube einen Disclaimer und sage, das sind Stream-Aufzeichnungen. Ich meine, das sollte doch eigentlich logisch sein, oder? Also dann sollen sie sich halt die Livestreams angucken, wenn man dann halt live chatten will mit Leuten und denen Tipps geben will. Aber Let's Plays, ich meine, es ist so eigentlich verständlich, dass man theoretisch da nicht sofort drauf reagiert, wenn jemand einen Kommentar schreibt, sondern
dass man halt mehrere Folgen schneidet. Okay, den können wir also bekämpfen. Da sind auch Ratten. Eine Etage da hochspringen. Wukong wird aber nichts für mich. Japano-Settings oder halt diese Asia-Settings, Souls-Games sind nicht so meins. Sekiro, Nioh, beide abgebrochen. Muss ich auch sagen. Ich habe mit Sekiro bin ich wirklich. Weiß ich nicht. Ich mag nämlich auch dieses Asiatische nicht so sehr. Also gerade so Samurai und dann halt da so kämpfen. Aber ich will es auch gerne mal ausprobieren. Ich wollte mich mal am Schneiden auch ausprobieren. Ja, nur zu. Try it. Toll, jetzt rennt das Vieh da weg. Ich hätte doch an dem gar nicht vorbei können, oder? Wow. Ich meine, einen schlafenden Riesen soll man da eigentlich auch nicht wecken, ne? Meine Pfeile sehen ja Drachentöter-Großpfeile. Was ist das? Mondlichtpfeile. Ja, damit machen wir keinen Damage. Ey, der haut mich jedes Mal. Das ist ja nicht. Bei dem nächsten Boss gibt es auch zwei Stellen, wo du den findest. Im Keller? Vor Sullivan. Wer ist denn Sullivan? Kenne ich das schon? Und noch einmal im Kerker. Im Keller? Im Keller von Eritrit? Weil ich bin ja jetzt schon im Kerker. Aber im Keller habe ich doch nicht jemanden gefunden. Im Keller? Welcher Keller? Wow, wie dumm ist das denn? Oh Gott, 40.000 Seelen. Oh, mein Herz. Ich hätte mir vorher einen Ring aufziehen müssen. Ach doch, mit der Esso-Suppe. Ja, da habe ich ihn gefunden. True. Doch, 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 doch. Ja. Ja, doch, Esso-Suppe, sag mir was. Da habe ich ihn gefunden, ja. Hast du den Zwiebel aus seiner Rüstung wiedergegeben? Ja, habe ich. Ich hab die bei Patches danach gekauft. Und hab ihm die in seinen Dings wieder runtergeschmissen in den Brunnen. Und dann habt ihr recht. Hoga hat recht. Im Keller, da habe ich den doch gefunden. Da war das letzte Mal. Nicht da, wo mit dem Brunnen. Sondern danach in dem Keller mit der Suppe. Doch. Doch, doch, hab ich. Ja. Okay, dann ist doch alles gut mit der Quest. Okay, dann bin ich gespannt. Dann bin ich tatsächlich sehr gespannt. Oh, müssen wir den ganzen Weg... Ich habe doch irgendwo ein Feuer vergessen zu sehen, oder? Ich mag Suppe. Aber bei uns gab es gestern auch Eintopf. Ich habe gestern grüne Bohnen-Eintopf gemacht. Wie bei Mami. Bei der guten Mutti.
stimmt, aber da habe ich echt gar nicht mehr dran gedacht gehabt, Leute, dass wir den tatsächlich ja noch gesehen haben im Keller. Das habe ich echt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Das ist gut, dass ihr da so aufpasst. Ein Topf oder einen Topf? Ein Topf. Alles in einen Topf. Scheiße, ich habe so wenig Pfeile nur noch. Schwere Bolzen. Eigentlich schafft man die auch so, oder? Wenn der mich die ganze Zeit jetzt beschießt. Shit, die fuck. Ich bin ein bisschen in der Klemme gerade. Diese Geräusche immer von dem. Bei den nächsten könnten wir versuchen durchzurennen, aber die haben ja auch an der einen oder anderen Stelle einige. Da vorne ist ja auch. Sind wir die Leiter runtergegangen? Ja, ne? Die Leiter bin ich, glaube ich, ne? Aber unbedingt finden vom nächsten Boss. Warm, bitte find es raus. Ich muss erstmal gucken, wo überhaupt der Boss ist. Ich frage mich halt immer noch, warum ich die Kerkertüren dort nicht öffnen konnte. Hier sind doch echt viele Gegner, wa? Jo, der hat mich schon gesehen. Dieses Schwein. Warm? Warum? Alles gut. Feuer ist auch ganz gut für die. Vielleicht zünden sie sich gegenseitig an. Oh ja. Ein bisschen. Weil er noch nicht so eine lange Reichweite ist, das Problem. Oh fuck, jetzt hat er mich getroffen. Das ist auch so witzig, dass man die anrempeln kann. Schwere Finger, tut mir leid. Ist da nicht schlimm, alles gut. Ich bin euch da nicht böse, ich schreibe auch manchmal Sachen falsch. Aber das hat schon was bei dem. Oh! Ich könnte halt auch hier runterspringen, aber ich glaube, dann springe ich halt genau auf den drauf, oder? Das will ich eigentlich nicht. Effi, Effi! Hallo, Ginger! Es geht los da rein. Aber jetzt zum Beispiel schnoddert Bruno nicht mehr. Das ist echt komisch mit dem. Das ist wirklich nur, wenn er wach ist. Guck mal, weil hier sieht es aus, als ob man hier runterhüpfen kann.
noch ein Item. Da ist auch noch ein Kerker. Ratten sind da unten. Ja, die Frage ist, wird der wach? Beißen lassen. Snaggy mit Snaggy. Wenn ich da die Leiter hochnehme, checkt der das oder wird der nicht wach? Oh, da unten kann ich ja auch noch lang gehen. Hier gibt es ja schon wieder so viele Orte, ey. Das Schwert habe ich auch in meinem ersten Playthrough benutzt. Ja, das ist ganz cool, ne? Mir hat das tatsächlich sehr gut gefallen, muss ich sagen. Da kommt ja eine Rattenbande. Die Rattenbande von Hameln. Boah, ich hab dich getroffen. Ey. Kann man so schlecht sein? Da liegt halt auch ein Item. Eine Truhe da hinten? Das sind zwei Truhen. Warum ist die eine dunkel? Ich wette, die rechts ist eine Mimik. Und die andere nicht. Nee, die rechts ist eine richtige Truhe und die links ist eine Mimik. Jesus. Alten Zellenschlüssel. Oh fuck, it was a trap. Wo kam die denn jetzt hergedackelt? Oh, hier komme ich nicht weiter. Also da unten können wir runter. Ich würde halt echt gerne meine Dinger holen, ne? Ich bin erst 2 Monate in deiner Abo-Falle. Das kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Ja, das ist wirklich... Also bei dir im Poker wundere ich mich wirklich. Das fühlt sich an, als ob wir uns schon viel, viel länger kennen. Auf jeden Fall. Aber ich freue mich natürlich in der Abo-Falle. Es gibt übrigens zurzeit bis 20.12. noch Bonus-Bits. Und ich glaube, bis Anfang des Jahres hat man die Möglichkeit, 25% auf Zaps zu sparen. Ich weiß aber tatsächlich nicht, ob es die eigenen sind oder also ob man selber beim Resubben 25% spart oder ob man irgendwie bei verschenkten Abos Prozente kriegt. Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Aber falls ihr da zuschlagen wollt, ist die richtige Zeit. Das ist hier etwa das Jamba-Spar-Abo. Ein bisschen, ne? Welchen nehmen wir denn theoretisch? Oder kommt hier jetzt bald ein Feuer, Leute? Weil sonst würde ich so ein Opferring nehmen. Das ist ganz gut. Ich würde eigentlich auch gerne noch die... ach Gott... Ey, dankeschön, Poker. Das sollte jetzt kein Bait sein. Dankeschön für das verschenkte Abo an Nyx. Vielen, vielen lieben Dank.
So, was geht denn jetzt hier ab? Den Stin Den Stinkefinger kannst du gut leiden, wa? Den Stinkefinger kann da jemand aber gut leiden. Nee, da ist nichts erspart. Okay, dann zählt das vielleicht nicht auf verschenkte Subs, sondern auf die eigenen, wenn man selber resubbt. Aber. Ich habe zwar bei den Twitch-News mich mal reingelesen, aber das ist nicht so richtig ersichtlich gewesen, auf welche Subs sozusagen man da jetzt Prozente kriegt. Jauche-Küchlein. Ey, wir haben auf jeden Fall noch einen Schlüssel gekriegt, Leute. Okay, jetzt sind wir ganz unten. Gibt es hier nicht mal irgendwo einen Shortcut oder sowas? Für ein kleines, aber feines Feuer? Ich frage für einen Freund. Sonst würde ich ja subben. Hab gestern zu viel Geld beim Nussschädel gelassen. Was? Hast du beim Indie-Nüsschen Subs verschenkt? Aber da waren jetzt keine Prozente auch bei dir drauf, ne? Hast du einfach so gemacht? Ist aber natürlich sehr lieb. Obwohl, nee. Bei Indie nicht. Indie ist nicht. Indie hat ja gar keine Subs. Du meinst, oder meinst du Nusslabor? Es gibt ja viele Leute, die irgendwie was mit Nuss heißen. Oder wo hast du was? Ach, bei Kofi! Ach so! Ach so! Nee, was? Ich bin verwirrt. Ja, stimmt. Twitch Prime ist theoretisch dann für euch kostenlos. Da habt ihr recht. Also nutzt gerne euer Twitch Prime. Was macht die da? Warum krabbelt die verkehrt herum? Habt ihr das gerade gesehen? Die ist da nicht richtig rum, oder? Was ist denn das für eine Mimik? Die sieht ja ganz anders aus. Ist die richtig so? What the fuck? Jetzt habe ich ja schon wieder ein Symbol der Habgier gekriegt und einen dunklen Clownring. Das ist aber eine feine Mimik. Feini, feini, feini. Erhöht Dunkelangriffe auf Kosten der Schadensminderung. Und Chizu, Dankeschön für die Community-Punkte. Ich würde jetzt zum Beispiel mehr zahlen als vor 2 Monaten. Okay, das ist ja so strange mit Twitch. Na gut, dann lohnt sich das vielleicht gar nicht. Obwohl, aber Puka, du hast ja, glaube ich, auch über mehrere Monate gesubbt. Da ist das bei Twitch immer noch mal ein bisschen anders. Wenn man dieses Angebot benutzt, dass man halt gleich für mehrere Monate im Voraus sozusagen subbt, dann ist das noch mal günstiger. Aber da muss man natürlich auch wirklich sich im Klaren sein, auf was man sich da einlässt. Den großen Efi-Wahnsinn. Wie hat er mich jetzt nochmal gesehen? Ah, die Katze ist wieder wach. Schnupfnasen-Bruno ist wieder am Start. Das ist so krass, wenn er schläft, dann atmet er ganz normal, ganz, ganz ordentlich. So wie er aber wach wird, fängt er an rumzurotzen und macht dann so. Und dann wird das immer schlimmer bei ihm. Weil er sich dann reinsteigert. Ich bin aber im Lurk da. Viel Spaß allen dir. Dankeschön, Shizu. Vielen lieben Dank dir. Merci beaucoup. Und einen ganz angenehmen Tag wünsche ich euch. Oh Leute, ich bin schon so aufgeregt, wenn wir uns nächste Woche den Weihnachtsbaum holen. Ich liebe Weihnachtsbaum. Kommt hinterher gerannt? 6 Monate im September mit 6 Monatsbonus auf T3 Ordnung.
Du bist wirklich wahnsinnig. Vielen lieben Dank dafür auf jeden Fall nochmal. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, außer danke. Oh, meine Lebensleistung ist ja gar nicht mehr existent. Oh, fuck. Kurz gefettfingert und falsche Tasten gewählt. Das kannst du mir nicht erzählen. Und ich trete schon wieder, was das Zeug hält, Leute. Tatsächlich ist das ja sehen egal. Die haben eine Hitbox, um sich auch durch die Wände. Nee, aber das hat ja eben... Ich habe ja nicht den Herzschlag-Sound gekriegt. Aber ja, dass Gegner einen immer durch die Wände sehen, das ist ja nichts Neues. Tatsächlich. Das ist ja tatsächlich nichts Neues. Aber das mit dem Rauch verstehe ich tatsächlich nicht. Tschu! 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 Ein Alva-Helm. Da sitzt jemand, aber ist das Zwiebelmann? Bis 14 Uhr? Hä? Bis 14 Uhr? Was, Poker? Gesundheit! Dankeschön! Merci beaucoup! Souverän den Raum geklärt? Ich bin erstaunt. Danke. Mit der Macht des Schwertes habe ich es getan. Verschlossen. Aber da ist auf jeden Fall jemand drinne. Aber er hat halt Hexenklamotten an. Oh lol, nee, da gehe ich nicht rein. Und das sieht mir nach Bosskampf aus, oder? Nee. Da geht's weiter. Ey, hier gibt's kein fucking Feuer, nirgendwo. Das ist definitiv das Schwert, ja. Eindeutig. Oh, da ist auch eine Truhe. Ey, diese Gefängnisse, das wirkt mir alles wie eine Trap. Das ist doch auch schon wieder so eine Trap-Truhe. Atmet die? Die atmet doch sowas von, ich seh's doch. Die denken auch, die können mich hier verarschen, wa? Da sind auch Viecher drin. Wir können das theoretisch auch öffnen. Von hier komme ich, ne? Die Ratten waren hier. Jetzt mal gucken, wo ich hier lang gehe. Ich habe gerade im Discord kurz was gelesen.
bezüglich Emotes. Ihr könnt nämlich immer noch gerne im Discord mal schreiben, wenn ihr Ideen habt für Emotes, die wir noch benutzen können. Weil eins habe ich theoretisch noch. Drachenkörperstein. Okay, da führt ein Aufzug hoch. Gut, da müssen wir. Ist hier irgendwo ein Feuer, Leute? Wir kommen ja nicht safe direkt gleich zu einem Boss, oder? Vielleicht davor? Wieder ist ein Item. Ein Feuer? Irgendwo? Ein Feuer? Ein Shortcut. Nehme ich auch. Finde ich auch okay. Okay, also hier wäre der Shortcut. Ey, ich habe keinen Plan, wo hier irgendwo das Zwiebelmännchen sein soll. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Nee, aber wie gesagt, wir haben noch die Möglichkeit, ein paar Emotes zu erstellen. Und falls ihr dann natürlich eine Idee habt, könnt ihr die gerne im Discord reinpacken. Bin heute, was meine Gespräche angeht, echt ein bisschen durcheinander. Sieht schön aus. Es gibt hier auch ein krasses Secret. Ich weiß aber nicht, ob du mein erstes Secret schon hinter dir hast. Sonst geht's nicht. Nee, das erste habe ich noch nicht gemacht. Das ist eigentlich ein guter Hinweis, weil du ja geschrieben hast, dass man da mal hingehen sollte nochmal. Ich aber tatsächlich nicht weiß. Was mich da erwarten wird. Nicht reingehen. Ich habe Angst, dass ich dann da drinnen gefangen bin. Weil ich glaube, sowas ähnliches bei Scorpio so gesehen zu haben. Oder gehört zu haben, vielmehr. Als sie darüber gesprochen haben, dass sie da nicht reingehen wollen. Bin ich da ein bisschen vorsichtig. Bolzen haben wir jetzt gar keine mehr, ne? Scheiße, wir haben nur noch die Pfeile, Leute. Aber ich könnte mir vorstellen, gegen die alle zu kämpfen, wird dann nämlich nicht so einfach werden. Ich meine, die sind eigentlich nicht so stark. Aber die Masse macht es dann halt wieder, ne? Behalt den sitzenden Drachen mal. Ah, und der ist dann für das andere Secret, oder was? Der hatte ein Horn abgebrochen, habe ich gesehen. Wow, ich habe einfach daneben geschossen, Leute. Das darfst du ja keinem erzählen. Hallöchen, Radler Andi! Guten Tag! Wie war gestern? Hast du es noch geschafft abzuholen? Hast du es schon verspeisen können, die Plätzchen? Ich hoffe ja, die schmecken dir. Also ich habe meine tatsächlich schon aufgegessen und ich fand sie sehr lecker. Und ich werde auf jeden Fall jetzt das Wochenende nochmal welche backen, weil ich einfach Bock habe auf diese Butterplätzchen mit Zuckerguss. Die habe ich als erstes gegessen. Ach so, das bedeutet das Nam 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 Nam. Ja, bei den Muffins bin ich mir tatsächlich nicht so sicher gewesen. Die fand ich gar nicht so geil. Die hätten tatsächlich ein bisschen zimtiger sein können.
Und ich hoffe, die waren bei dir natürlich auch noch gut, ne? Weil es ist ja jetzt doch schon eine gute Woche her. Nicht, dass die schon schimmelig waren oder so. Aber in Kleinformat schmecken die bestimmt auch ganz lecker.